Hallo und herzlich willkommen zurück zu JWE Herausforderung. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt direkt weiter. Ist schon ein bisschen her, dass ich gespielt habe, aber ich habe die Kommentare von den ersten zwei Folgen gelesen. Und ihr habt ja auch schon ein paar Tipps geschrieben, die ich beachten sollte. Und auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank dafür und ich werde die auch auf jeden Fall beachten. Allerdings ist das momentan, glaube ich, geldtechnisch gar nicht so einfach hier. Wir müssen jetzt erstmal schauen, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Verkaufen Sie ein Strutimimus mit der Bewertung 7. Erreichen Sie eine Dinosaurierbewertung von 1.0. Gewinn durch Attraktion 15.000. Genau, ich wollte ein Restaurant eröffnen. Allerdings hat der Strom nicht ausgereicht. Deswegen habe ich... Das ist falsch. Deswegen... Auch falsch. Hier hinten ist das. Deswegen habe ich so ein... Wie nennt sich das denn? So ein Upgrade-Ding doch erforscht, ne? Aber wieso ist denn das nicht erforscht? Komisch. Ich muss mal ganz kurz einen Cut setzen. So, jetzt geht's weiter. Ich muss eine Einstellung machen. Ich hatte das doch erforscht, oder nicht? Das, Forschung ansehen. Das schauen wir doch mal eben. Ach nee, ich bin noch dabei. Okay. Verbesserte Leistung 1.0. 3 Minuten bleiben noch. Müssen wir noch forschen. Dann können wir unser Fastfood-Restaurant hoffentlich in Betrieb nehmen. Wir haben 400.000 am Start, also das ist gar nicht so schlecht. Fossilien sind da und unser Expeditionsteam ist da. Wo ich gerade hier im Expeditionszentrum bin, da habe ich sogar eine Frage an euch. Und zwar, wie kriege ich denn die anderen Ausgrabungsstätten eigentlich hier, zum Beispiel Usbekistan und sowas, freigeschaltet? Ich habe keine Ahnung, weil im Originalspiel war es ja, glaube ich, so, wenn du eine neue Insel freigeschaltet hast, musstest du ein Forschungszentrum oder so bauen. Und dann konntest du, Keratosaurus möchte ich als nächstes machen, dann konntest du, ja, neue Grabungsstätten freischalten. Ich weiß gar nicht, wie das hier funktioniert. Das ist eine gute Frage, oder? Wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal Geld verdienen ordentlich mit den Dinosauriern, die wir hier haben. Und der liebe Olodrin hat auch geschrieben, dass die, die Ausgrabungsstätten echt schnell erschöpft sind. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Das war im Originalding nicht so, ne? Also so krass. Weil hier sind zum Beispiel schon 2 komplett erschöpft. Und so viele Fossilien habe ich da noch gar nicht rausgeholt. Also ich glaube, das wurde auch alles hochgestellt. Dinosaurier-technisch hatten wir... Genau, die beiden Strutiomimos und unseren Triceratops. Das war ja unsere sozusagen neue Attraktion. Ich hoffe, der lockt auch ein paar Besucher an. Aber bis jetzt ist die Bewertung echt nicht gut. Wir haben nur 146 Gäste und eine Dinosaurierbewertung von... Ah, ihr seht es schon, ein ganz kleinen Kitzel. Die verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. Mhm. Ja, das ist, kennen wir ja alle schon, den Kram. Anlagenbewertung ist gar nicht so schlecht, aber die Dinosaurierbewertung ist halt miserabel, ne? Also, ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll, aber die ist halt wirklich sehr schlecht. Aber was sollen wir machen? Und jetzt ist der Standort auch erschöpft. Das gibt's doch gar nicht. Haben wir noch irgendwo Keratosaurus? Ne. Das heißt, Keratosaurus schürfen oder danach suchen ist nicht mehr. Erstmal. Eieieiei, das wird ganz schön kritisch werden hier alles. Das sage ich euch jetzt schon. DNA extrahieren, DNA extrahieren. Leider auch kein Bernstein oder sowas oder irgendwelche guten Fossilien, womit wir viel DNA gewinnen können. Na egal, Rhodium 80.000, das ist schon mal sehr gut. Und ja, das Geld, das schwindet nur so dahin. Wir haben schon wieder gefühlt gar kein Geld am Start. Aber dieses, dieses Fastfood-Restaurant wird uns hoffentlich wieder ein bisschen Geld und Gäste einbringen. Weil ich meine, wer will schon in einen Park, wo es nichts zu essen gibt? Und wir sollten es jetzt auch öffnen können. Aktivieren. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt direkt... Oh, ich meinte, die bezahlen 6? Ja, wir machen mal auf 6. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Ich könnte ja auch andere Sachen anbieten. Nee, dafür sind wir aber noch nicht bereit. Das ist nur noch teurer im Einkauf. Hm. Ach, der Fossilien-Dings war schon wieder da. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo wir noch schürfen sollen. Wir müssen eigentlich alle Fossilien-Grabungsstätten abschürfen, die wir kriegen können. Oh, das war eine sehr gute Ausbeute. DNA extrahieren. Neues vollständiges Genom. Keratosaurus. Oh, wir haben den schon vollständig. Ui, nicht schlecht. Den Triceratops haben wir auch schon vollständig. Das ist super. Und ganz, ganz viele Nebenfunde. Perfekt. Ich würde sagen, wir bauen jetzt direkt das nächste Gehege.
Allerdings wird das sehr teuer, ne? Schon alleine 150. Boah. Das wird ganz schön happig werden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber ich brauche gar nicht so groß bauen, glaube ich. Der Keratosaurus ist da, glaube ich, nicht ganz so anspruchsvoll. Zum Glück. Bauen das mal einfach hier hin. Ich glaube halt tatsächlich, dass ich nicht so auf Schönheit und Symmetrie und so weiter in diesem Park achten kann, leider. Dafür fehlen mir einfach die geldlichen Mittel. Aber wir schauen mal, dass wir es noch einigermaßen. Ich weiß gar nicht, reicht das hier für einen Keratosaurus? Wahrscheinlich schon, ne? Weil, was habe ich denn hier gemacht? Ja, habe ich leider nicht genau gesehen, wegen den blöden Bäumen da. Echt ein bisschen Angst, dass das zu klein ist wie ein Karatosaurus. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Okay. Es könnte zu klein sein, ich bin mir aber echt nicht sicher. Ich kann das auch gar nicht mehr einschätzen, weil ich eigentlich immer viel zu groß baue. Weil man ist halt so gewohnt, dass man nie Gelddruck hat, gefühlt. Ein bisschen. Bäume brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht so viele beim Karatosaurus. Der ist recht simpel zu handhaben. So, ein schönes kleines Gehege. Reicht hoffentlich. Ich bin ganz gespannt, ob das reichen wird. Keratosaurus. Ach scheiße, der kostet ja über eine halbe Million. Das habe ich gar nicht bedacht. Ach so ein Mist. Okay, das heißt, wir können den Keratosaurus noch gar nicht machen. Aber wir haben immerhin schon mal das Gehege. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Und der Fossilienman, der soll mal wieder los. Und dann gehen wir auch gleich zu den Fossilien. Was haben wir da? Mimus. Müssen wir leider gewinnen. Und 100.000 dazu immerhin, das ist nicht schlecht. Ja, das ist jetzt wieder echt sehr, sehr kritisch. Die Gästeanzahl steigt immerhin etwas. Wir brauchen auch noch eine ACU und ihr habt noch geschrieben. Was habt ihr denn geschrieben? Giggle Fizzle hat geschrieben, ein Fastfood-Restaurant. In der ersten Folge hat er das schon geschrieben. Habe ich ja schon in der zweiten Folge gebaut. Der Nitex hat geschrieben, mehr auf die Besucher eingehen. Mit Restaurants und so weiter. Und ja, das habe ich auch vor. Allerdings ist das natürlich immer eine sehr kostenspielige Sache. Habt ihr gerade gesehen? Ich glaube, wir haben 21.000 Gewinn gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann ja da Finanzen. Gewinn pro Minute 21.000. Was ist mit der Gebühr? Ah ne, das sind hier die Einnahmen. Ah, okay. Und dann minus das. Das heißt, wir sind auf jeden Fall im positiven Bereich mittlerweile. Sogar ganz gut im positiven Bereich. Dann können wir ja gar nicht so viel falsch machen. Das ist ja schon mal sehr gut. Mal schauen, was der gefunden hat. 100.000. Ich glaube, es ist jetzt echt klug, dass wir auf den Keratosaurus sparen. Meint ihr nicht? Weil so ein Fleischfresser im Park könnte schon helfen. Fällt gerade mal ein, wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen Futterspender. Shit, kostet auch nochmal 200.000. Ja, das ist alles nicht so einfach, Freunde. Alles nicht so einfach hier. Naja, Forschung müssen wir auch natürlich noch betreiben. Vielleicht können wir auch hier neue. Dinoceratops. Den erforsche ich mal, Leute. Wie ist denn das dann? Kann ich den dann schon suchen oder finden? Weil der Sinoceratops hat, glaube ich, eine sehr, sehr gute Bewertung, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, der bringt ordentlich Besucher und somit Geld in den Park. Müssen wir mal schauen. So. Das Gute ist, wenn wir was von dem. Habe ich das jetzt verpackt? Doch, ich habe es verkauft, ne? Wenn ich was von einem Dinosaurier finde, der schon 100%, wo wir schon 100% haben, dann kann ich das auf jeden Fall immer verkaufen, auch wenn kein Interesse besteht. Das ist ganz praktisch. Ah, ja, das wird. Ich weiß, bin mir echt noch nicht sicher, ob wir das schaffen. Ich.
Warum, es hat ja noch nicht mal mit Stürmen und so angefangen. Stimmt. Ich muss noch Sturmabwehrstationen entwickeln. Warum habe ich denn jetzt den Sinoceratops gemacht? Das war ganz schön dämlich, glaube ich. Wir müssen die hier unbedingt. 100.000. Eieieiei. Okay, wir schicken erstmal wieder unser Team los. Zack. Oh nein, wir haben kein Geld dafür, ne? Dann müssen wir ihm was verkaufen. Können wir natürlich nicht, weil der nur Scheiße gefunden hat. Ach so, ein Mist. Jetzt können wir nicht mal unser Team mehr losschicken. Das ist gar nicht gut. Wir brauchen Geld. Ganz, ganz dringend. Es gibt auch überall Upgrades und so. Ich kann nichts machen, gefühlt. Das ist echt kritisch. Und unser nächster Dinosaurier, was kostet der denn? 170.000. Sollen wir vielleicht erstmal einen Edmontosaurus erstellen oder erschaffen? Oder sollen wir direkt auf den Keratosaurus gehen? Ja, eigentlich für den Keratosaurus, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Weil das ist geldtechnisch halt super, super schwierig. Und ihr seht ja gerade, unser Geld ist gerade, ja, gar nicht gut am Start. Und das Problem ist, wir können unser Team nicht losschicken, weil das ist, glaube ich, so unsere Haupteinnahmequelle, ne? 75.000 kostet das. Ich muss aber hier hingehen eigentlich. In der Hoffnung, dass ich Triceratops-Fossilien finde. 25.000. Wie kann man die kriegen? Hätte ich jetzt ein ACU, könnte ich ein Strutiomimus verkaufen und könnte hier mal eine Mission schaffen, aber ja, alles nicht so einfach. So, Forschung abgeschlossen. Sinoceratops. Heißt das, ich kann den jetzt schon finden auf der Expeditionskarte? Ich glaube ja, ne? Ja, tatsächlich. Das ist sehr gut, Leute. Dann können wir demnächst den Sinoceratops auf jeden Fall, ne? Ihr wisst, was ich meine. Fällt gerade das Wort nicht ein. Und der Sinoceratops hat, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Bewertung. Und damit können wir sicherlich einiges an Geld verdienen. Hoffe ich doch. Wir müssen hier natürlich bei den Forschungen uns auch nochmal umschauen, was wir so dringend brauchen. Den brauchen wir nicht. Dracorex brauchen wir erstmal auch nicht. Ja, wir brauchen, wie gesagt, also am wichtigsten ist tatsächlich die Sturmabwehrstation. Solche Besuchersachen sind natürlich auch nice, aber um welchen Geld? Echter Stahlzaun. Ja, ich frage mich halt, ob wir den Keratosaurus, der kleine Zaun, da ausreicht, aber eigentlich schon, oder? Würde ich jetzt sagen. Heute Upgrades. Ja, das ist alles so ganz, ganz Standardkram. Mega unwichtig. Und wir können unser Expeditionsteam losschicken. Das ist sehr gut. Der wird direkt hierhin geschickt. Ich würde zwar jetzt schon nach dem Sinoceratops-Zeug suchen, aber wir brauchen Geld. Das heißt, am besten irgendwelche Nebenfunde bzw. Fossilien, die wir verkaufen können. Und ich würde sagen, wir gehen als allererstes, bevor wir den Sinoceratops machen, auf den Keratosaurus auf jeden Fall. Eieiei, Stromausfall. Gar nicht gut. Von unserem Restaurant. Ui. Okay. Wer hat das Licht ausgeschaltet? Da schicken wir natürlich gleich unseren Jeep los. Hat ja keinen weiten Weg, das ist sehr gut. Aber das musste natürlich passieren, wenn wir gerade ganz wenig Geld haben. Typisch. Oh nein. Wenn ihr Park zahlungsunfähig ist, müssen die Sachen abreißen. Ja, komm, nee. Das werden wir hoffentlich gleich lösen können. Das Problem ist, wir dürfen nur. Wir müssen jetzt schnell handeln. Also wir brauchen jetzt schnell Geld, aber wir dürfen nicht lange im Minus sein, weil sonst verlieren wir, glaube ich, die Mission. Das wäre echt uncool. Eieieiei. Ich habe auch gerade Gewinn pro Minute minus. Warum? Diese Hemdgebühr so hart gestiegen, oder wie? Boah. Ich glaube, ich zweifle gerade ein bisschen daran, dass wir diese Herausforderung schaffen werden. Das ist echt schwierig. Aber wir sind schon wieder im Plus. Das ist gut. Unser Heli kommt wieder. Das ist auch sehr gut. Wir sollten vielleicht uns immer einen kleinen Puffer bewahren. Boah, der hat gut was gefunden. Bisschen Cash am Start auf jeden Fall. Und wir werden definitiv nochmal weitersuchen. Na, die bringen uns auch alle nichts. Dann gehen wir jetzt zum Sinoceratops. Schauen wir da mal.
Haben jetzt immerhin schon wieder 100.000. Wir müssen jetzt wirklich sparen, bis wir uns den Karatosaurus leisten können. Bleibt gar nichts anderes übrig. Ja, gefühlt ist gerade wieder dieses Gewarte auf die Fossilien angesagt, weil womit sollen wir sonst Geld machen? Das ist super, super schwierig. Das ist echt ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Dass wir so wenig Möglichkeiten haben. Boah, das war aber ein guter Fund. Dinoceratops. Ich überlege gerade, verkaufen wir die jetzt zuerst? Wisst ihr was? Wir verkaufen die jetzt erstmal. Wir brauchen die Kohle für den Keratosaurus. Weil wenn wir den haben, wird es wahrscheinlich ein bisschen proportional vorangehen. Was Geld angeht. Jetzt haben wir 350.000. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Die Frage ist jetzt, investieren wir jetzt vorher in was anderes? Oder... Ich würde fast sagen, dass wir jetzt erstmal direkt auf den Keratosaurus gehen und alles andere erstmal außen vor lassen. Sturmabwehrstation, Schutzraum und sowas. ACU, das können wir alles später noch machen. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt noch keine Unglücke hier passieren, was Stürme und so angeht. Aber wir werden sehen. Der Heli kommt auf jeden Fall wieder. Und bringt hoffentlich gutes Zeug mit. Aus China. Aus der Xing-Gezunga. Formation. Kann er gleich wieder hinfliegen. Und er hat wieder sehr gute Ausbeute gehabt. Wir verkaufen wieder so viel wie geht. Ja, sehr gut. 120.000 Silber und Rhenium für 100.000. Das heißt, wir können... Leute, mir fällt gerade was ein. We have a problem. Ja, wir können uns nicht den... Also wir könnten uns den Keratosaurus rein theoretisch leisten. Ja, 550.000. Allerdings können wir ihn noch nicht rüberfliegen, weil wir noch kein ACU haben. Das heißt, wir müssen jetzt erst das Geld in eine ACU-Station investieren. Rein platztechnisch wird das hier auch schon wieder ganz schön eng, muss ich sagen. Eieieiei. Das wird echt kein schöner Park, aber das ist jetzt... Das ist mir wirklich etwas egal, muss ich sagen. Ich bin einfach nur froh, wenn wir diese Mission hier schaffen und den Skin freischalten. Das wäre mega cool. Tatsächlich glaube ich da noch gar nicht dran, dass wir das schaffen, aber mal gucken, mal gucken. Wenn ihr mir gute Tipps gebt, dann mit Sicherheit. Also schreibt mir auf jeden Fall Tipps unten in die Kommentare, würde ich mich mega drüber freuen. Und das wäre auch sehr, sehr hilfreich für mich. So, du forschst schön weiter. Und was haben wir hier? Natürlich finden wir jetzt Bernstein, wo wir es nicht mehr verkaufen können, aber passt schon. Den verkaufen wir auf jeden Fall. Kaufen und verkaufen. Die Formation, wo wir gerade die ganze Zeit hinfliegen, die scheint echt gut zu sein. Wir haben jetzt schon wieder 300.000 und gleich eine ACU. Das heißt, der Keratosaurus ist nicht mehr weit entfernt. Das gefällt mir sehr gut. So. Ja, wir müssen jetzt warten. Wir müssen auf die Fossilien warten. Und dann werden wir gleich unseren ersten Keratosaurus ausbrüten. Ich weiß gar nicht, ob sich es bei dem Keratosaurus lohnt. So eine Modifikation. Ja, wir können gar keine Modifikation machen. Bewertung 2, das lohnt sich nicht. Bewertung plus 5, lohnt sich auch nicht. Ich glaube, das lohnt sich alles nicht, Leute. Wenn ich ehrlich bin. Aber unser Hubschrauber ist auf jeden Fall wieder da. Oh, was haben wir jetzt hier schon wieder? Stromausfälle. Ah, nein. Ist das nur nicht im Netz oder reicht der Strom nicht aus? Ich glaube, der ist nicht im Radius. Und der Strom reicht auch nicht aus. Oder? Nee, tut er natürlich nicht. Egal, wir müssen erstmal wieder auf Expedition gehen. Und hoffen, dass er hier gute Sachen gefunden hat. Natürlich nicht. Aber immerhin Silber, das ist gar nicht so verkehrt. Und dann müssen wir wieder unser kleines Kraftwerk aufrüsten. Nützt nichts. 40.000. Damit müsste ACU funktionieren. Wir müssen einfach bald ein neues Kraftwerk bauen, weil diese Upgrades, die sind an sich gar nicht so gut. Zumindest die 1er-Upgrades nicht. Aber wenn wir dann ja noch ein zweites Kraftwerk irgendwann bauen, dann sollte das kein Problem mehr sein. Ist nur auch wieder mit Kosten verbunden. 500.000 sogar. Holy shit. Das ist mega viel. Also, eieieiei. Ganz schön happig hier alles. So, da kommt der Heli. Und mit etwas Glück könnte es jetzt schon klappen mit dem Keratosaurus. Ich hoffe. Ich hoffe wirklich.
So. Karte ansehen. Darfst direkt wieder losfliegen. Losfliegen, habe ich gesagt. Und zweimal Bernstein, der uns nichts bringt, weil wir ihn nicht verkaufen können. Aber der bringt immerhin ganz, ganz viel von dem Sinoceratops-Genom. Hm? Irgendwie habe ich jetzt Minus gemacht, oder? War ich nicht gerade auch schon höher? Ticketverkäufe. Ja, guck mal, ich kriege immerhin schon ein paar mehr Besucher und so rein, auch wenn ich eigentlich gar nichts geändert habe. Hm, immerhin. Und ihr seht schon, ich spiele jetzt eine Stunde, 16 Minuten und wir haben 12 Stunden Zeit. Das wird knapp. Also das wird ganz, ganz knapp werden, glaube ich. Wir sind zeitlich gesehen, glaube ich, nicht gut dran. Also wir sind sehr, sehr langsam unterwegs. Ah, das Problem ist nur, was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie ich Geld reinkriegen kann. Ich habe wahrscheinlich schon falsch angefangen. Oder so. Hm. Naja, wir machen einfach mal so weiter. Und hoffen auf gute Funde. Und haben natürlich keine guten Funde. Nein, nicht gut. Ist gar nicht gut. Wir machen gerade immer mehr Minus. Also wir entfernen uns eher von dem Keratosaurus, als dass wir näher kommen. Und jetzt haben wir auch noch eine Krankheit. Aber welcher Saurier ist krank? Was hast du? Erkältung, okay. Die können wir heilen. Das ist kein Problem. Da schicken wir mal das Ranger-Team los. Kein Problem. Aufgabenplätze voll. Ich kann nur zwei Aufgaben geben. Wie ätzend. Okay. Strutimimo scheint sehr, sehr anfällig zu sein. Anstrengende kleine Mistviecher. So, Expedition. Und hoffentlich viele gute Sachen. Tatsächlich glaube ich, dass die Ausgrabungsstätte einfach schon zu erschöpft ist, dass wir deswegen nichts Gutes mehr finden. Teilweise erschöpft. Teilweise erschöpft, teilweise erschöpft. Die sind alle schon so schlecht, ne? Hier haben wir aber auch keine andere mehr. Ne. Ärgerlich. Was willst du machen? Behandelt Hans. Ja, das ist gut. Danach darfst du noch Trixie behandeln, weil die haben sich alle angesteckt, die Dinos. Und dann darfst du auch noch... Ja, nicht. Jeder Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse. Wie wir Menschen auch. Bauen Sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen. Hä? Ich bin ja eher der Rindfleischtyp. Rindfleischtyp. Ich bin eher so... Hühnchentyp, muss ich sagen. Rindfleisch ist jetzt wohl so ein geiles Steak, was richtig gut zubereitet ist. Hm. Da spricht auch nichts gegen. So. Was ist denn mit der hier? Teilweise erschöpft. Ja, die sind alle teilweise erschöpft, also es macht keinen Unterschied. DNA, DNA. Ja, sehr gut. Das war gut Cash mal wieder. Wir sind wieder über 300.000. Im Park gibt es keine Erkältungsquellen mehr. Sehr schön. Dann darfst du zurückfahren, lieber Ranger. Und wir machen hier unser Ding weiter. Können uns leider echt gerade nicht den Park vergrößern. Also wir müssen halt echt viele Investitionen tätigen, die wir brauchen. So wie ACU und so ein Kram. Hm. Hans, geht's gut? Ich weiß gar nicht, wie lange die leben. Okay, Trixie steht... In einem Baum. So. 550.000 brauchen wir für den Keratosaurus. Und wir können nur auf die Fossilien hoffen. Aber wir machen, glaube ich, auch Gewinn. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist das. Ja, wir machen Gewinn. 14.000 zwar nur, aber immerhin. Weil diese komische Hammond-Gebühr da, die steigt ja auch die ganze Zeit. Was echt nicht nice ist. So. Was hast du ein schönes gefunden? Rhodium, das gefällt mir. Und Rhenium gefällt mir auch sehr gut. Das können wir weiter erforschen. Das Schöne ist, wenn wir gleich das Genom von dem Sinoceratops auf 100 haben, dann können wir die wieder verkaufen, die Fossilien. Und dann kriegen wir ein bisschen Geld rein. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Uns fehlt nur noch 100.000. Es wäre schön, wenn wir es in dieser Folge noch schaffen würden, den Keratosaurus
in unseren Park zu bringen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und der wird sicherlich auch nochmal die Besucherzahlen und so weiter boosten, hoffe ich doch mal. Die drei Sachen hier sind relativ im Gleichgewicht noch, bis auf Sicherheit, aber das kriegen wir schon hin. Und wir gucken mal hier. Besucherzahl 171 ist leider gar nicht gestiegen. Wir haben aber auch echt keine gute Bewertung, was das angeht. Grundbewertung, ja. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Expedition. Oh ne, sag mir nicht. Keine neuen. Oh nein, sie ist natürlich. Ach Mist, jetzt können wir da auch nicht mehr hin. Das heißt, wir müssen jetzt woanders hin. Wir gehen mal hier hin. Damit werden wir das dann auf 100 haben. Haben leider nicht genug Geld. Das Extrahieren kostet auch alles Geld, ne? Sehe ich gerade. Vielleicht sollte ich die einfach mal hier im Inventar lassen. Ja, aber was bringt mir das? Das ist die Frage. Wir gucken mal. Ja, wir müssen das extrahieren. So, wir schicken ihn wieder los. Oh, der hat ganz, ganz viel gefunden. Das ist sehr schön. Verkaufen können wir das leider nicht. Aber wir haben immer ein paar Nebenfunde, die wir verkaufen können. 500.000 am Start. Oh, ich will jetzt gar nicht den Kram extrahieren, weil wir dann wieder mehr Kosten haben. 94%. Meint ihr, wenn ich das jetzt erforsche, reicht das? Gibt das dann 6%? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil dann könnten wir das hier verkaufen. Weil wenn wir den auf 100 haben, dann kann man den verkaufen. Das ist sehr praktisch. Aber ich werde jetzt erstmal die Hyangosaurus-Sachen nicht extrahieren, weil kostet alles Geld und Geld ist knapp. Aber der Heli kommt schon wieder, das ist gut. Kann dann direkt wieder losfliegen. So, direkt wieder los. Was hast du mitgebracht? Immerhin etwas Schönes. 500.000. Es ist echt ärgerlich, dass ich die Sachen nicht verkaufen kann. Braucht das Geld. Ich wette, ich bin jetzt auf 99. Ah, 97 natürlich. Ich muss, das Problem ist, wenn der Heli zurückkommt und hier nicht genug freie Slots sind, dann kann der Heli das Zeug sozusagen nicht abliefern und dann bringt mir das Ganze auch nichts. Aber der Helikopter kommt jetzt schon gleich wieder, weniger als eine Minute verbleibend, das ist gut. Wir sehen ihn wahrscheinlich schon im Anflug irgendwo. Na, wo ist er? Kann man ihn eigentlich vom Weiten sehen? Ne. Ach ne, der kam von der anderen Seite, okay. Ich frage mich gerade, ob der spawnt einfach irgendwo oder ob der wirklich angeflogen kommt. So. Na, seht ihr, jetzt haben wir unzureichend Dingsplatz. Obwohl, jetzt ging's. Perfekt. Können wir ihn direkt wieder losschicken. Und haben jetzt ein volles Inventar. Und könnten jetzt, rein geldtechnisch, könnten wir jetzt den Keratosaurus machen. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass wenn der Heli wiederkommt, wir müssen jetzt hier ein paar Dinge erforschen davon. Weil wenn der Heli wiederkommt, haben wir keinen Platz und haben unsere Haupteinnahmequelle, kann da nicht arbeiten. Und das wäre echt doof. Das heißt, wir müssen noch einen Moment warten mit dem Keratosaurus. Ich weiß, es geht sehr, sehr schleppend voran, aber so ist das nun mal. Es ist halt ultraschwerer Schwierigkeitsgrad. Das kann ich leider nicht ändern. Man ist halt echt abhängig von diesen Fossilien. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich habe aber auch keine Möglichkeiten wirklich, oder? Oder habt ihr Ideen, wie ich besser an Geld komme? Wahrscheinlich hätte ich direkt am Anfang Restaurants und so bauen müssen, ne? War wahrscheinlich gar nicht mal so klug. Wartet jedoch darauf, dass Platz für die Fossilien frei wird. Ja, ich hoffe mal. Ja, das hat gereicht. Das ist sehr schön. Verkaufen. Müssen wir ihn natürlich wieder losschicken. Wir haben jetzt echt das Problem, dass hier die Slots voll sind. Und ihr seht schon, das Geld geht dann auch drauf, aber was sollen wir machen? Wir müssen die Dinge erforschen. Wir können die nicht verkaufen. Ich würde die am liebsten hier alle verkaufen, aber geht ja nicht. Oh Mann, das ist echt gerade eine Zwickmühle, merkt ihr das?
Ich glaube, ich sollte echt jetzt erstmal den Keratosaurus machen. Was haben denn eigentlich so die Dinos hier für eine Bewertung? Der Totemimus ist ja nur eine Bewertung von 7. Was hat denn er hier? 39. Ja, seht ihr, der Keratosaurus hat ungefähr 100, ne? Also. Der lohnt sich schon. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Triceratops eine bessere Bewertung hat. Schade, schade. Ein Grabus-Team ist zurückgekehrt, kein Platz. Ja, was soll ich machen? I know. Ich kann nur hoffen, dass der das Grabungsteam nur 3 Stück davon hat. Ich werde jetzt auch erstmal den Keratosaurus ausbrüten. Das ist mir jetzt egal, ob wir den losschicken können oder nicht. Hauptsache, der macht eine bessere Bewertung und wir kriegen mehr Gäste und somit mehr Geld. Und dann haben wir hoffentlich dieses Problem hier nicht mehr. Natürlich reicht das nicht. Das heißt, wir kriegen unsere Lieferung noch nicht. Deswegen müssen wir jetzt noch mehr warten. 550.000. Ich werde ihn jetzt aber auf jeden Fall ausbrüten. Sobald jetzt die nächste Lieferung kommt. Und ich hoffe mal, dass der auch ein paar schöne Sachen für mich dabei hat, die ein wenig Geld reinspielen für mich. Wir werden sehen. Na komm. Okay, 5, 4, 3. Komm schon. Bitte nur 4 Sachen. Nein, er hat noch mehr. Der kann jetzt natürlich nicht ausladen, weil hier nicht genug Platz ist. Aber ich finde es schade, dass er nicht wenigstens die 4 Sachen auslädt. Da könnte ich zumindest schon mal was verkaufen von. Aber das ist ein gutes Zeichen, dass er wenigstens ein paar Nebenfunde hat, wenn er schon 5 Sachen hat. Mal gucken, mal gucken. So, da haben wir wieder ganz viel Zeug. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und ja, wir müssen zumindest ein oder so nochmal erforschen. Schicken den Hubschrauber tatsächlich los. Wir haben jetzt genug Geld, wir haben 600.000. Jetzt können wir unseren Keratosaurus ausbrüten. Sehr, sehr schön. 550.000 kostet der. Aber der wird uns ordentlich was bringen. Und ich bin jetzt zuversichtlich, dass unser Park mit dem Keratosaurus um einiges schneller wachsen wird. So Leute, mir fällt gerade mal was ein. Wir haben jetzt ja eine ACU. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen weitergemacht. Der Keratosaurus ist fleißig am Brüten. Aber mit der ACU können wir auf jeden Fall einen Strutiomimus mal betäuben. Wir nehmen mal. Hans ist, glaube ich, älter. Dann nehmen wir den Hans. Den betäuben wir und verkaufen wir. Und dann schließen wir hier die Mission ab. Und die bringt uns auch nochmal 110.000. Das ist ja an sich auch nicht verkehrt. Also, es wird uns auf jeden Fall helfen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ist zwar immer schade, Dinosaurier zu verkaufen, die man in seinem Park hat, aber wenn es Geld einbringt, ne, warum nicht? Und ich bin natürlich hier die ganze Zeit fleißig noch weiter hier machen. Natürlich ist jetzt hier wieder die blöde Ausgrabungsstätte auch erschöpft. Was willst du machen? Kann man leider gar nichts gegen tun. Aber ich bin frohen Mutes oder. Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in sein Gehege zurückzubringen. Das ist doch in seinem Gehege. Ich will es verkaufen. So, Hans, verkaufen. Bringt uns 5.000 ein. Und nochmal den Missionsbonus. Also sehr, sehr schön. Und hier müssen wir wieder fleißig weiter extrahieren die DNA. Nützt nichts. Ich möchte es eigentlich nicht, aber ich brauche die freien Slots. Das ist. Irgendwie ist es echt ärgerlich, dass ich die nicht verkaufen kann. Also, man muss die Dinge halt extrahieren, um Platz zu kriegen. Man kann die auch nicht wegschmeißen oder so. Das wäre ja auch schon praktisch. Das ist irgendwie nicht so ganz gut durchdacht, oder? Dass man keine Möglichkeit hat, die irgendwie loszuwerden, die Dinger. Aber naja. Hans wird jetzt gerade abgeführt. Hildegard guckt schon ganz traurig. Oh nein, Hildegard. Du bist jetzt alleine Ihr hier. sieht genauso gut aus wie meiner. Natürlich, Nein. mein Scherz. Er wird niemals so gut aussehen wie meiner. Immerhin sind wir noch in grünen Zahlen, Mr. Finch. So scheiße scheinen wir nicht zu sein. Aber sehr gut, das können wir verkaufen. Gefällt mir. So. Dann machen wir weiter nach Edmontosaurus. 35.000 haben wir nur noch. Das ist nicht viel. Aber wir sollten ja gleich eigentlich den Bonus kriegen, wenn der Strutiomimus hier verkauft wurde. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Und vielleicht können wir dann auch eine neue Mission annehmen, sodass wir mehr Geld kriegen. Es ist Sehr schön. traurig zu sehen, wie ein derart namhaftes Exemplar unsere Obhut verlässt.
Aber der Fortschritt macht vor niemandem Halt. Namhaft. So ein Strutchimimus ist jetzt nicht so krass. Wir machen auf jeden Fall eine Sicherheitsmission. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Schauen Sie sich den Auftrag an. Das machen wir. Aber erstmal wird es jetzt Zeit für unseren Keratosaurus. Da ist er. Ein Fleischfresser. Diesmal ein Ceratosaurus. Oh, Ceratosaurus hat man. Ups. Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Den müssen wir jetzt schnell betäuben, bevor der da Faxen macht. Das machen wir am besten mal eben selber. Ich glaube, wir sind selber schneller als KI. Ich hoffe es. So, ein Treffer. Und zwei Treffer. Und drei Treffer. Seht ihr? Wir sind ruckzuck damit. Und dann schicken wir unser Transportteam und bringen den Keratosaurus sicher in sein Gehege. Und damit haben wir unseren ersten Fleischfresser. Falls ihr einen guten Namen wisst für den Ceratosaurus, glaube ich, hat er gesagt, ne? Ceratosaurus, dann schreibt mir auf jeden Fall mal einen schönen Namensvorschlag unten in die Kommentare. Vielleicht gefällt er mir dann ja und dann benenne ich ihn so. Und jetzt sollte es echt bergauf gehen, denke ich mal. Ceratosaurus. Oh, ich kann mich daran nicht gewöhnen, ne? Ich sage immer Ceratosaurus. So, Fossilien ansehen. Verkaufen. Extrahieren, extrahieren. Den Auftrag mit dem Edmontosaurus können wir dann wirklich als nächstes tatsächlich machen. Beziehungsweise so ein Sinoceratops wäre auch nicht schlecht, ne? Wo haben wir den denn? Da. Bewertung von 42, 21. Krass, ich hätte gedacht, der Sinoceratops hat eine krassere Bewertung. Die ist gar nicht so gut. Immerhin die beste Pflanzenfresserbewertung von denen, die wir haben. Na gut, so ist das, ne? Keratosaurus, Ceratosaurus, Entschuldigung. Kann aber alleine leben, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ne? Klick ihn gleich mal an, wenn er im Gehege ist. Währenddessen erforschen wir hier noch die ganzen Sachen. Extrahieren. Extrahieren. Schicken unseren Heli natürlich wieder los. Jetzt haben wir nur noch eine Ausgrabungsstätte, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Eieiei. Ich weiß auch nicht, wie ich neue freischalte dann im Endeffekt. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, wie man neue Ausgrabungsstätten freischaltet. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich hoffe, er fühlt sich hier wohl. Grasland. Oh, das ist knapp an der Grenze. Geht das jetzt runter oder nicht? Weil eigentlich können wir doch einfach, wenn er zu wenig Grasland hat. Reicht das jetzt? Ist auf jeden Fall im blauen Bereich knapp. Aber er wird es hier aushalten. Also das Gehege scheint zu passen. Die Geborgenheit geht auch hoch. Das ist perfekt. Bestand sozial scheint auch gut zu sein. Das heißt, er kann wohl alleine. Soziale Gruppe 0 bis 3. Okay, gut zu wissen. Bewertung von 102. 5 Sterne. Perfekt. Der wird definitiv gut Besucher in unserem Park locken. Und wie gesagt, wenn ihr einen guten Namen habt, unten in die Kommentare. Ich werde sie mir auf jeden Fall durchlesen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal das letzte Mal, was unser schöner Helikopter uns mitbringt. Schicken ihn natürlich auch wieder los direkt. Schauen wir mal. Natürlich nur Strutiomimus DNA, aber die müssen wir jetzt erforschen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir erforschen mal einfach alles, was hier ist. Und damit verabschiede ich mich, Leute. Das war's heute mit der Folge. Immerhin haben wir jetzt unseren ersten Fleischfresser mit einer Dinosaurierbewertung von 5. Der sollte hoffentlich einige Gäste bei uns in den Park locken und somit uns wieder ein bisschen nach vorne bringen. Ich hoffe es sehr, weil es momentan läuft sehr, sehr schleppend und ganz und gar nicht gut. Und falls ihr Tipps habt, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Das war es dann heute mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.